Hallo und willkommen zu Artifact. Ich bin der Graphic Girl, ich begrüße euch recht herzlich. Zu einem Let's Test eigentlich, wenn man es genau nimmt. Hä? Verbindung unterbrochen. Hä? Wart auf Gegner. Ui, das hatte ich noch nie. Graphic Girl gegen Frosty Fly. Ja, Artifact. Ich tue mir selber noch ziemlich schwer, also ich werde... Ich sag's gleich, ich werde zu 99% werde ich verlieren. Liegt daran, dass ich das Spiel gerade mal ein paar Tage spiele. Und es liegt auch daran, dass ich mir sonst nichts kaufe. Also ich kaufe mir keinen Decks und keine Karten und sowas, sondern nur durch diese Dinger halt, die ich bekomme. Diese, wie heißen es? Ja, diese Kartenstapel, Mann! Ich weiß nicht mehr, wie es heißen. Die Packungen halt. Und ich bin halt noch ziemlich schlecht und unerfahren und ich habe keine Ahnung, was ich tun soll und wie und warum. Aber ich habe gedacht, komm, ich zeige euch das einmal, wie schlecht ich hier eigentlich spiele. Und ja, ich werde versuchen, ein bisschen was zu erklären, aber grundsätzlich ist es halt das Ziel, so wie bei Hearthstone und so weiter, wie man es halt kennt, da 40 Lebenspunkte runterzuhauen, aber dann kommt noch ein Turm mit 80 Lebenspunkten oder man vernichtet zwei von diesen Dingern. Wie man halt will, wie man kann, wie man, naja. Gut. Der würde halt jetzt sterben, weil der hier angreift. Es ist halt, man spielt halt auf drei Lanes gleichzeitig und das ist halt schwierig. Schwieriges Game. Wichtig ist, dass man überall einen Helden eigentlich hat, weil nur mit einem Helden kann man auch Karten und Zauber ausspielen. Wenn der Held auf der jeweiligen Lane ist natürlich, wenn der dann tot ist, dann hat man hier ein bisschen ein Problem. So, der hat 4 Angriff, ist. Da würde ich ihn am liebsten hier gleich lassen, weil dann ist der wenigstens down. Weil, wenn man jetzt dann fertig ist, dann hat man durch Kills und sowas Gold erzielt und das kann man in einem Laden dann eintauschen gegen Waren. Ich habe ein einziges Gold, weil ich einen Diener verdient habe, das bringt sich hier noch nichts. Ich finde halt, was sie halt hier gut gemacht haben, erstens, es ist ein Hardcore-Spiel, also man muss hier wirklich entweder viele Kartenpackungen kaufen, aber selbst dann bringt es wahrscheinlich nichts, weil man muss hier wirklich sehr taktisch denken und man braucht sehr viel Zeit anscheinend, sich da reinzufinden. Es sei denn, man ist ein Naturtalent, was ich aber nicht bin. Und das Tutorial ist zwar gut, ja, aber es bereitet dich nicht wirklich so unbedingt vor. Und du kriegst halt ständig eine aufs Maul. Also sowohl vom Bot als auch von jedem anderen. Du verlierst halt ständig. Aber mittlerweile kann ich sagen, es reizt. Es reizt einen. Also auch wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt... Ja, gut, der macht das. Selbst wenn, wenn man oft verliert oder so, ja gut, dann 2-3 Mal und dann sage ich, danke, reicht mir. Aber im Hinterkopf denke ich mir immer, das muss doch irgendwie gehen. Ich muss es doch irgendwie schaffen. Und das ist, im Grunde genommen ist es ein geiles Spiel. Ja, obwohl ich zuerst gesagt habe, es ist nicht schlecht. Also schlecht, ich habe nicht gesagt, es ist schlecht, aber du hast halt 3 Lanes, du bist taktisch eigentlich fast überfordert und du kannst hier ziemlich viel machen eigentlich. 15 Sekunden. Der habe ich einmal getauscht, weil der greift jetzt da mit seinem Hauptschaden hier an und naja, vielleicht noch ein bisschen besser. Ich meine, Alter, der hat 12 Lebenspunkte, was soll denn das? Ich komme, ich werde eh schon wieder verlieren. Es ist eh schon vorbei wieder. Burn! 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 Man. 2. Ja, ich würde übrigens hier den einen killen, aber mein Held wird hier massakriert von anderen Helden, die viel stärker sind als ich. Es kommt mir halt überhaupt hier als Anfänger in mein Level 7, Level 2. Ich habe vielleicht in 20 oder 30 Games, die ich jetzt mittlerweile gespielt habe, weil ich wollte es nicht gleich am Anfang raushauen, weil ich schon ein bisschen üben wollte. Ich habe vielleicht ein einziges Mal gewonnen und das wahrscheinlich einfach nur, weil ich Glück habe. Glück gehabt habe. Also, ich meine ja nur. Aber es reizt halt wirklich einen, das irgendwie zu perfektionieren und weiterzumachen und neue Strategien zu überlegen und dies und das zu machen. Und es ist ja süß gemacht. Ich meine, ich finde diese ich zeig's euch gleich, weil jetzt sind sie da sind die da und da. Ich finde das so süß. Die sind schon cool. Warte mal, wenn ich den hier hingebe, der ist ja sofort wieder tot.
Ich weiß nicht, wohin. Ich habe keine Ahnung. Hm. Da würde er nicht passen, da würde er nicht passen. Kann ich den nicht da tauschen? Nein. Das verstehe ich halt noch nicht so ganz. Also ist, okay, ist random, aber naja, man muss ja doch irgendwie beeinflussen können, oder? Wo er die Karte hinlegt. Der Computer, da, ich finde die so süß. Achtet mal auf die, die sie ist. Ach ja. The all-seeing one knows your sins. Cast them aside and join. Ich könnte jetzt natürlich jemanden einfrieren, aber... Toll. Die haben natürlich viel bessere Karten als ich. Da, ich heile den mal hoch. Bringt sie aber nichts. Ich habe halt nur blaue Karten, das heißt, hier kann ich nichts spielen, weil hier ist ein grüner Held und kein blauer. Blauer Held ist hier. Eigentlich nur hier. Ja, die wissen natürlich immer, wenn ich nichts mehr spielen kann, dann rüsten die meistens alles auf, weil sie wollen ihren Turm down kriegen. Oder die Helden halt weg. Hm. Sie könnten natürlich das Speerfeuer, aber es bringt mir nichts. Allen Gegnern 2 Schaden, so, das bringt nichts. Nada, niente. Minus 10, der hat nur noch ein Leben. Ah! Will einen Verbündeten bestimmen sein Kampfziel? Er hat 2 Rüstungen, also jeder Schaden wird um 2 verringert. Das ist auch irgendwie. Ja, ja. Ich glaube, man braucht halt viel mehr Helden und so und viel mehr Karten, um da irgendwie mal erfolgreich zu sein. Aber ich weigere mich da irgendetwas da vorerst einmal zu kaufen. Ich will einmal schauen, wie weit man hier überhaupt kommt oder wie weit man nicht kommt, ohne irgendwelche Karten zu kaufen. So, Held gegen Held und der natürlich, ja, wird geschützt, klar. Ich habe halt nichts, ich kann nichts dagegen machen. Mein Held ist down und ich kann weitere Karten hier nicht mehr spielen, weil ohne Held geben keine Karten mehr. Ich bin da halt ziemlich... Entweder bin ich wirklich einfach nur extrem schlecht, oder ich habe einfach nur Pech, oder ich habe beides. So, da ist ein Held, da ist ein Held. Ich versuche den halt irgendwie zu schützen, deswegen gebe ich den darüber, damit ich hier wenigstens einen Helden habe. Man wird halt von Mal zu Mal besser, aber dennoch, das heißt noch nicht, dass man gewinnt. Das Matchmaking ist auch super. Aber gut, es wird wahrscheinlich keine Level 2 mehr geben und so, zu dieser Zeit. So, ja, toll, es ist, man könnte natürlich auch sagen, weil der Gegner braucht ja, oder man braucht, um zu gewinnen, 2 Türme zu zerstören. Man muss 2 Türme zerstören oder einen doppelt, wobei der zweite, der nachwächst, sozusagen 80 Lebenspunkte hat, könnte man sagen, okay, gut, ich ignoriere diese Lane, also ich gebe sie eigentlich auf. Deswegen aber auch diese Karte Vernichtung, verdamme alle Einheiten, aber das geht halt nur beim blauen Helden. Und ich habe nur blaue Karten und ich habe sonst nichts. Ich kann nichts tun. Sehr ärgerlich alles. 34 zu 34, 33, aber das war's auf der Lane. Also ich kann hier nichts mehr tun. Leider habe ich nur blaue Karten. Er rüstet alles auf, damit er den Turm sofort zerstört. Klar. Ah, Mist. Ready for the crusade. Ready for the crusade. Hm. Ich könnte natürlich hier jetzt irgendwie noch Zeit schinden und nichts tun. Meine ganzen Zauber wirken nicht. Ich kann den natürlich einfrieren, damit ich keine 8 Schaden bekomme beim Turm. Aber ich könnte mal Karten ziehen. Komm. Ja, bringt mir nichts und bringt mir auch nichts. Na toll. Hm, jetzt hat er mich hier als Kampfziel, toll. Habe ich einfach wieder zurückgegeben. So. Aber man wird schlauer, man wird jedes Mal schlauer. Und es ist ganz interessant zu wissen, wie weit man wirklich kommt ohne...
Karten zu kaufen. So, die beiden Karten habe ich jetzt für 2 Runden gesperrt für ihn. Ah, minus 3, na. Jeder hätte halt natürlich auch so eine Fähigkeit, oder meisten Helden haben so eine Fähigkeit, so eine einzigartige. Bei dem ist halt 25%ige Chance, wenn ich einen blauen Zauber wirke, wie den da, dass ich die Karte noch einmal bekomme. Ist aber gerade nicht nötig, weil es ändert sich nichts. Der eine stirbt so oder so. Es bringt mir nichts. Hält eine Einheit vollständig, ist zwar gut, aber naja. Gut. Die Lane gebe ich auf. Ich könnte natürlich, der hat jetzt alles so schön hochgepusht. Ich könnte natürlich jetzt die reinschicken und damit Vernichtung, bupp, alle weghauen. Das wird den Gegner zwar ärgern, aber ist mir doch egal. So, der hat anscheinend die Lane hier aufgegeben, weil da passiert gar nichts mehr. Und er konzentriert sich zu sehr darauf. Das ist geil. Das freut mich natürlich. Weil. Jetzt habe ich natürlich Angst, dass der jetzt irgendwie meinen Helden sofort zerstört. Weil dann habe ich ein Problem. Wenn nicht. So, bin gespannt, was er macht. Ich könnte natürlich jetzt auch auf Risiko spielen und warten, diese Runde. Schadensimmunität. Ah ja. Okay. Minus 21. Ich könnte natürlich jetzt warten. Weil auch noch die Schadensimmunität. Ich weiß nicht, ob das da harmoniert mit dem. Also Vernichtung. Aber Verdammer ist doch. Ich würde warten. 15 seconds remaining. Ja. Ich könnte natürlich hier jetzt noch irgendwie blocken. Den da. So, dann ist nicht so viel Schaden auf meinem Turm. So. Ein Todesschild schützt ihn, glaube ich, einmal. Weil in der nächsten Runde, wenn ich dann wieder hier bin, habe ich den ersten Zug und dann. Ist schwierig. Da muss ich ja noch immer in Kampf ansagen, eigentlich. Alleine, Herr und okay. Ja, komm. Ist mir egal. In der nächsten Runde werde ich alle vernichten. Gut. Ja, Fähigkeit, eine Karte ziehen. Oh, was ist das? Du und dein Gegner ziehen jede Runde eine zusätzliche Karte. Someone's not walking away from this. 2 Angriff. Okay. Komm. Auszeit. I'll pay any price for victory. So. Den lasse ich jetzt da angreifen, somit sind die 2 weg. Es kann sich anscheinend auch immer. Es ist. Obwohl man am Anfang geglaubt hat, es ist alles vorbei, es kann sich noch immer ändern. Das heißt aber trotzdem nicht, dass man gewinnt. Schon sehr spannend manchmal das Spiel. Oder oftmals eigentlich. So, der minus 3. Ich kann hier aber sonst. Gut, der Turm verliert so oder so seine Wirkung hier. Da bin ich sogar der Erste. Achso, nein. So, jetzt haben wir natürlich den Uralten da gegen den Uralten. Ich habe hier 71, er hat 80 natürlich. Ach komm, ja. Gut, da kann ich einen Helden zurückschicken. So, den natürlich nicht hier, weil da vernichte ich jetzt ja alles. Ich gebe den, hier habe ich keinen Helden mehr, also gebe ich den daher. Wie lange geht denn diese? Achso, okay. Jetzt müsste sie weg sein, oder? Schadensimmunität? Achso, sie kann jedoch sterben, wenn sie verdammt wird. Okay. Steht sogar da. Okay. So, okay. Er kann entscheiden, ob es weitergeht oder nicht. Also ich kann den Kampf ansagen. Der hat keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Ja, yeah, komm.
Beschwöre deine Dinger. Beschwöre sie. Na dann. Obwohl, wir wollen zuerst die Fähigkeit, wenn Zauber gespielt wird, kriege ich ein bisschen Mana. Geht sich das eh aus? Warte mal. 2 Mana. Minus 4 sind 4. 2 sind 6. Okay. Dann kann er, dann beschwert er vielleicht noch jemanden. Das ist natürlich jetzt ein Risiko, weil wenn er jetzt jemanden, wenn er jetzt meine tötet, habe ich ein Problem. Aber ich glaube nicht. Oh Gott sei Dank. So, kann ich da irgendwie... das ist übel, genau. Du wirst niemals gewinnen. Tschüss! Boom! Tja! Gut gespielt! Oh, das war jetzt was. So, wo funktioniert das nicht? Ohne Gegner ziehen jede Runde eine zusätzliche Karte. Ach so, am Schluss. Okay. So, dann minus 10. Das ist natürlich jetzt ein bisschen. Der plus 12. So, ich könnte den zurückschicken, aber andererseits. Oh ja, ich hol die. Das aktiviere ich noch nicht, weil ich will zuerst die anderen. Stimme sein Kampfziel. Oh, er greift ihn da an. Alles klar. Ich habe aber nichts mehr. Verdammt. Ich habe auch nichts mehr zum Entgegenwirken. Egal. Ach, das überlebt er ja sogar. Und genau das ist es ja. Das macht so viel Spaß an dem Spiel. Es bringt ja eh nichts, wenn ich den hier angreife. Obwohl, oh ja, minus 2 ist doch schon etwas. So, komm, der wird zwar zerstört, aber es hat sich gelohnt. Und er verliert noch den zweiten Turm. Er verliert bald den zweiten Turm. Oh, das wird eng. Das wird echt eng. Ich könnte natürlich die Lane jetzt hier aufgeben und den zurückschicken. Bei denen werde ich nicht mehr. Ich konzentriere mich auf die beiden anderen Lanes, dass die sofort so schnell wie möglich zerstört werden. Also wenn ich das gewinne und das noch in der Aufnahme, das ist ein Beweis für die Ewigkeit. Dann kann ich mir jedes Mal, wenn ich 15 Loops hintereinander habe, kann ich mir dieses Video anschauen. Lebenspunkte. Komm, zack, zack, zack. Einfach kaufen, 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 kaufen. So. Den holen wir hierher. Nein, da haben wir eh doch die Diener. Den hierher und den hier. So. Nein, wir haben mit blau. Komm. Zur Sicherheit. Er hat keine Helden. Er hat keine Helden hier. Hier hat er keine Helden hier. Ach, oh Gott. Die ist schon mal gut. Thomas plus 1 Mana. Will er einer dich spottet? Ah, ich hätte Blitzhydra machen sollen. Verdammt. Egal. Ich brauche das hier noch wahrscheinlich. Ne. Plus 4. Und da kommt die Blitzhydra. Okay. Anscheinend habe ich das Spiel gewonnen. Ich glaube, ich habe gewonnen. Wenn er jetzt nichts Besonderes macht. Ich könnte ihn sogar noch da kaputt machen. Die Blitzhydra, da 25 Angriffe. Die kann er nicht ausschalten wahrscheinlich. Und wenn, dann lasse ich die Blitzhütte einfach auf den Turm angreifen und dann GG. Ja, das bringt dir nichts.
Also am Anfang habe ich wirklich gedacht, das war's. Man sieht mal wieder so, es ist so wie in anderen Spielen und so, und never give up. Ah, minus 42, naja, der. Hm. Ah, er hat aufgegeben. Ja. Ja, Leute. Hätte ich nicht erwartet, dass ich das wirklich gewinne. Endlich mal mehr EP, oder? Und normalerweise kriege ich immer 9 EP. Ja, Leveraufstieg, ja. Kriege ich jetzt irgendwie eine Karte oder so? Da habe ich noch nicht ganz verstanden, wie man Kartenpackungen bekommt. Es kann ja nicht sein, dass man immer nur Kartenpackungen durch Echtgeld bekommt. Ich meine, ich habe die News gelesen und so, und da hieß es ja, nur durch Echtgeld kommt man die Kartenpackungen, zwar durch die Event-Tickets zwar auch, aber die kann man ja auch wieder gegen Echtgeld kaufen. Das habe ich noch nicht ganz durchschaut, aber Artefakt werde ich auf jeden Fall noch im Auge behalten. Es wird aber kein Let's Play oder so davon geben, also das war mal das einzige Video. Es sei denn, dieses Video kommt jetzt mit Hunderten von Likes oder sowas an und sagt eigentlich aus, hey, die Leute wollen das. Ja, dann überlege ich es mir noch einmal, aber das glaube ich nicht. Ich wollte euch das nur mal kurz zeigen, wie schlecht ich eigentlich spiele und wie man eigentlich noch das Match drehen kann, und man sollte ja nie aufgeben, und das hat man ja eben gesehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, euer Graphic Error. Dankeschön, ciao.